da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Gut. Ja, ich komme gleich. Ich muss aber hier noch was machen. Was nehme ich denn da? Ich habe keinen freien Platz. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wieder so eine Sache. Aber ich nehme mal das hier. Einfach damit ich es schon mal habe. Axi. So. Na dann, Kira. Vella Glan. Oh, danke. Ja, ich habe nämlich meine Katze nicht dabei. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Ein Navi. Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ist das wirklich so eine gute Idee, das jetzt zu machen? Welche Stufe hat denn das? Ciris Fußstapfen, das machen wir gerade. Okay. Fertig. Dann auf geht's. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayra jetzt ist. Oh, na toll. Ganz klasse. Doch, ich habe meine Katze nicht dabei. Und dann bleibt Kira nicht bei mir. Also, was zum Teufel? Gib her. Ist ja anstrengend. Okay. Muss man ja auch noch gucken, dass man nichts verpasst. Sonst noch was? Ich hoffe nicht. Da lang, ja, okay. Oder sollte ich vielleicht hier erstmal gucken? Oliven hat er bei sich. Toll. Und da ist eine Tür. Ist ja schon interessant, ne?
Was bist du? Oh Mist. Na, ah, lass mich doch mal entkommen hier. Warte mal, ich gehe mal woanders hin. Nee, tschüss. Ich gehe mal ins Wasser. Ach so, ich dachte, da verfolgen die mich dann nicht. Ist das nicht so? Ah, der kann mit! Ja, Freunde. Oh. Was? Das habe ich übersehen? Spiegeruck, Aketon, Meistergegenstand. Was? Was ist das? Leichte Rüstung. Das sieht ja gut aus. Aber es ist halt keine Hexerrüstung. Also das sieht aber scheiße aus. Ja, ich sehe das schon. Jetzt gib das doch her. Hallo. Oh, könntest du bitte? Kommen diese Idioten nicht her. So geht das also. Okay, dann kann man sie nicht einsammeln. Bisschen schade. Nebling-Absud. Ja gut, das wird mir jetzt nicht unbedingt was helfen. Ja. Das ist ja toll. Da wird auch noch nichts drin stehen. Gegen die hilft eigentlich Okroidenöl. Aha, Nordwind. Oh, das wollte ich gar nicht. Also, ich gehe jetzt einfach mal den ordentlichen Weg. Wow.
Mist. Okay, das war kein guter Start. Verdammt. So. Halt, kann ich die schon einsammeln eigentlich, oder? Erst wenn alle weg sind, wahrscheinlich. Oh, schade. Du hättest gern da drin stehen können. Da oben wahrscheinlich hin, oder? Ja, ich wollte doch nicht da rein. Sagte sie und ging rein. Keira? Aha. Was ist hier los? Was war da rot? Da war doch was Rotes. Keira? Ach so, das ist nur einer von denen. Keira? Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Hä? In der Nähe. Keira? Geralt? Du regst mich langsam ein wenig auf. Oh, wo soll ich denn die hier finden? Das ist ja furchtbar. Halt. Keira? Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wegen Ratten? Wirf Pfosten, tu was! Ganz ruhig. Ist das dein Ernst? Ich hasse Ratten! Lilat, geh auf! Lilat! Zeig mir, was du zu bieten hast. Arm Ratten! Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Aha. Vernichte sie, ich bitte dich. Ach so, sind hier... Widerlich. Widerlich. Was habe ich mit mir? Was ist das? Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Ja. Ja, aber was ist das denn hier? Ah, wieder nicht. Was? Ernsthaft? Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Ach so, sag das doch. Sage das doch. So, und da ist jetzt, du Stück Dreck. Nein, das war falsch. Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Und Bams. Danke. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind.
Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Angst? Geh zurück, ich mach weiter. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Vella Glan! Dankeschön. Na, ich dachte, du gehst vor. Nee. Mädel, ich sehe doch nichts. Geh doch bitte vor. Oh. Oh. Valvette, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arrecht war Gladif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Und? Kommst du? Erkunde die Ruinen und frage den Schwalbensymbolen. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Okay. Erscheinungen. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Vizimir hat mir mal erzählt, dass er ihn in solchen Hitzen ausprobiert hat, als er es gerade ganz schön einfallen. Und dann? Tja, hat sie überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexen. So, okay. Das ist ja zumindest schon mal eins. Warte. Hier. Da hatten wir doch... Nein. Sag mal. Da hatten wir doch Geisteröl. Das müsste doch eigentlich helfen, ne? Sieht ein bisschen so aus, als ob es hilft. Aber da ist der Dampf.
War's das? Da ist was und da ist was. Was haben wir hier? Na, ich weiß, aber ich muss das doch nehmen. Weißt du? Ja. Komm mal her, Erscheinung. Sei doch so nett. Ja, da ist doch aber noch was. Nee, nicht das. Geralt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Warte mal, wo hast du... Ach, da. Da ist die Schwalbe. Hab ich gefunden. Kriegst du es hin? Hallo? Gehst du mal wieder vor, Mädel? Ich habe kein Licht. Was ist das denn für eine Mini-Truhe? Die ist ja niedlich. Ich weiß, ich bräuchte eine Katze, aber die Wasseressenz fehlt mir halt dazu. Aha. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Cyril, ni forte solesse rea. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Ihr Pferd suchen. Vella Glan! Hier sollen wir nach dem Pferd suchen? Hä? Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Gehen wir. Ja, das ist ein Hund. Soll ich jetzt hier ein gemaltes Pferd finden? Das ist die Schwalbe. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Aha. Ja, das haben wir sehr gut gemacht. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ja.
warte, meine Rüstung, meine Rüstung. Na toll. Geil. Komm her, du. Hey! Du kämpfst mit unfairen Mitteln. Das wirst du bereuen. Oh, das ist die falsche. Das war wohl die falsche. Kann ich nebenbei meine Rüstung... Oder ich nehme doch mal eben die hier. Sieht zwar lächerlich aus, aber naja. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Ach, verdammtes Mistvieh. Aua! Sag mal. Da lache ich doch. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Liebe Kira, was machen wir jetzt? Finde mit Hilfe deiner Hexersinn Hinweise auf Ciris Pferd. Das hier ist es ja nicht. Mit Hilfe deiner Hexersinn. Gehen wir da runter? Da ist was! Ich sehe es doch! Aber wie? Darf ich da runter? Einfach so? Oh Gott. Warte, ich muss erstmal diese Kiste da unten. War es das? So, wo war das Pferd? Wo ist das Pferd hin? Da. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Ja,